Die ganze Entwicklung des Energiesystems ist durch den Klimaschutz und durch unser Ziel Klimaneutralität 2045 geprägt. Und wir arbeiten daran, wir entwickeln die Szenarien, mit denen wir klimaneutral werden können. Wir zeigen, welches Netz wir brauchen, um das Ganze erreichen zu können. Und wir bauen dieses Netz. Klimaneutralität ist ein großes europäisches Ziel. Und die Klimaneutralität erreichen wir nur in Zusammenarbeit mit allen europäischen Partnern. Amprion ist mit seiner Lage in zentralen Europa ein wichtiges Unternehmen, um das auch erreichen zu können. Die Energieversorgung ist ein komplexes System, das besteht aus Erzeugung von Strom, Verbrauch von Strom und Netzen, die das miteinander verbinden. Die Leitungen dürfen nicht überlastet werden, weil sie sonst beschädigt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn die Ströme zu hoch werden, dann müssen wir Gegenmaßnahmen eingreifen. Diese Aufgabe wird komplexer, da wir mit dem Erneuerbaren auch größere Schwankungen im System bekommen werden. Da müssen wir öfter eingreifen. Das Ziel Klimaneutralität dominiert unsere gesamte Arbeit. Unsere Kunden wollen viel mehr Strom haben. Im engen Dialog ermitteln wir mit ihnen, was sie benötigen. Darauf aufbauend entwickeln wir Szenarien und planen unser Netz. Und damit dient unsere gesamte Arbeit, die Klimaneutralität zu erreichen. Wir realisieren viele Projekte, um das elektrische System fit für die Zukunft zu machen. Zum einen holen wir aus Norden viel Strom bei den großen Offshore-Windparks ab und bringen das über unser Netz hier in den Kölner Raum. Und wir haben kürzlich eine neue Verbindungsleitung nach Belgien mit dem Namen Allegro realisiert, die wichtig für den internationalen Verbund, für den Austausch erneuerbarer Energie und für die gegenseitige Sicherung des Energiesystems ist. Klimaschutz ist eine große Aufgabe. Durch die erneuerbare Einspeisung haben wir heute schon die Situation, dass wir damit umgehen müssen, dass die erneuerbaren Einspeisungen natürlich stärker schwanken, den Wetterverhältnissen entsprechend. Ja, Amprion ist ein nachhaltiges Unternehmen, denn unsere Aufgabe an sich ist ja schon nachhaltig. Denn wir sind verantwortlich dafür, die Stromversorgung für Millionen von Menschen und viele Industrieunternehmen sicherzustellen. Das Ganze machen wir, indem wir ein Netz bauen und betreiben und das Ganze für Jahrzehnte. Auf der anderen Seite bereiten wir den Weg für die Energiewende, indem wir sicherstellen, dass es gelingt, dass die Stromerzeugung aus den Erneuerbaren bis zu unseren Kunden geleitet werden kann. DB Energie ist die Energietochter der Deutschen Bahn. Wir betreiben das 16,7 Hertz Netz, was in Summe eine Länge von knapp 8000 Kilometer in Deutschland hat. Es läuft mit einer Frequenz von 16,7 Hertz Netz, nicht 50 Hertz wie die anderen Netze in Europa. Mit Amprion haben wir diverse Verbindungen im wahrsten Sinn des Wortes. Es gibt Netzkuppelstellen, in denen die beiden Netze miteinander verbunden sind. Und über die Netzkuppelstellen kann Energie in beide Richtungen ausgetauscht werden. ECO ist der Verband der Internetindustrie und kümmert sich um die Interessen der Internetindustrie, insbesondere auch der digitalen Infrastrukturen. Und als digitale Infrastruktur brauchen wir zuverlässigen Strom. Außerdem sind wir Teil der kritischen Infrastruktur. Das gilt auch für Amprion. Insofern bedingen wir uns gegenseitig. Amprion ist auf einer großen Reise, das große Ziel Klimaneutralität zu erreichen. 2045 wird eine große Haltestelle sein. Wir werden dann zurückblicken, aber wir werden dann auch wieder nach vorne blicken, welche Herausforderungen vor uns liegen.